Hallihallo, da bin ich wieder, euer Austi und will euch eine neue Geschichte aus meinem abenteuerlichen Leben erzählen. Der Tatort ist diesmal in den Salzwiesen. Es war mal wieder Schlafenszeit und ich räkelte mich wohlig in der Sonne neben einem großen Stein, der die Sonnenstrahlen perfekt reflektierte. Und plötzlich, peng, ein Riesenknall direkt neben meinem Kopf. Der Schreck versetzte mich einige Meter weiter in eine Wasserlache. Da saß ich nun etwas verdutzt mitten im Matsch. Da fiel mir ein, dass es doch irgendeinen Grund für diesen unüberhörbaren Knall geben musste. Nach diesem Schreck hörte ich plötzlich erneut ein Geräusch. Als ich nach oben schaute, sah ich eine Silbermöwe, die sich schier nicht einkriegen konnte vor Lachen. Der Knall war also nichts anderes als eine Muschel, die die Möwe von oben runterfallen ließ. Eine einfache Muschel hatte mich also erschreckt. Ganz schön peinlich. Aber es kam noch dicker. Die Möwe musste so lachen, dass sie völlig flugunfähig war und nicht mehr auf ihre Flugbahn achten konnte. Und da passierte es. Durch ihr unaufhörliches Gekreische kamen andere Möwen vorbei, um nach der Ursache dieses Tumultes zu schauen. Tja, und in ihrem unkoordinierten Flug kollidierte sie mit den anderen und landete in einer Wasserlache. Ja, wer nicht hören will, muss fühlen. Das war's mal wieder von mir. Bis dann, euer Austi.